So, da bin ich dann auch schon wieder mit meiner ja, Aufnahme ohne Ton, die ich jetzt übersynchronisiere. Wir sind auf dem Weg zur Taverne. Ich habe gedacht, ich habe gerade was gehört, aber es war ja nur der Hintergrund-Dings hier von dem Typen. Genau, wie gesagt, das sind jetzt die Folgen, die zweite von vier, die leider keinen Ton haben, beziehungsweise meine liebliche Stimme nicht enthalten. Und somit übersynchronisiert von mir übersynchronisiert werden müssen. Ja, wir sind leider zu früh und müssen in der Zeit so ein bisschen vorreisen. Möchte aber vorher noch ja, die Belohnung abholen, ne? Genau, der Trinker und der Wolf, das hatten wir vorhin eingesammelt bekommen, ne? Dadurch, dass wir bestimmte Bücher eingesammelt haben. Genau, ist eine Errungenschaft, die nehmen wir natürlich mit. Und natürlich sterben wir die Zeit. Nö? Na komm, Marine. Wir essen zeitig. Genau. Na, hat es nicht geklappt? Nö. Irgendwas habe ich falsch gemacht? Dann halt nochmal. Genau. Ja, ungefähr. Genau. So, ah ja, Dilek ist jetzt auch schon da. Hätten wir gar nicht so lange machen brauchen, aber gut, dann ist das halt so. Dann können wir ihn jetzt auch anquatschen. Nö? Greetings, Mr. Hoffman of the Knights of Ah ja, er ist auch Phidias. da. To what do I owe the pleasure at this hour? Oh, nothing. Ah, Hi. traveler. Ja. Fancy meeting you here. Ein sehr großer Zufall. Oh, we were in the mood for an evening stroll. What Ja. would you like to drink? I'll have a dandelion wine. Okay. Oh, Byron wants it. Okay. Do you have any Then I ja. must regretfully ask. Okay. Case, let this be my No need. Ich glaube, das ist eine Ausrede. Also ich weiß, dass es eine Ausrede ist. Wir können ja schließlich unseren Geldbeutel nicht vergessen. Und ja, jetzt reden wir ihn an, obwohl ich raus wollte. Immer sehr ärgerlich. Wie gesagt, wir können ja unseren Geldbeutel nicht vergessen. Wo sollten wir den hier vergessen haben? Wenn, dann hätten wir ihn ganz verloren, das was echt scheiße wäre. Aber wo sollten wir ihn hier schon vergessen haben? Wir wohnen hier nicht. Wir haben kein Haus, wo wir sagen, oh ja, scheiße, auf den Nachttisch vergessen. Wir wohnen hier nicht. Wir wohnen nicht mal irgendwo in der Nähe. Wir sind einfach, wir reisen hier umher. Wir haben nicht mal ein Motel oder irgendwie sowas gemietet, ne, wo man sagen könnte, oh ja, am Nachtschrank vergessen oder am Tresor oder keine Ahnung, ne? Wo sollten wir das vergessen haben? Showed up, just as expected. Genau. Genau, wir Okay, sollen nämlich go to the city side gate and place the den elemental Köder gate. legen. Das ist nämlich viel realistischer, dass wir das machen sollen. Weil ja, Whoa, ne? you used all of it. This is Ja. gonna be pretty epic. Das soll ja schließlich die Ablenkung werden. Yikes, Der you're one Plan of von the Dilek. slimes. Quick, let's get to the tavern before anyone spots us. Yes. Aber wir schaffen das. Genau, weil wir haben nämlich eine Cutscene, die uns zurück zur Taverne bringt, wo wir dann sagen werden, ah ja, hier, Geldbeutel doch nicht vergessen. Super. Yay. Toll. Ne? Und dann können wir doch unseren Apfelsaft trinken. Juhu. Beziehungsweise Palmon. Hi, ich bin wieder da. Ich hab, ja, hier. Ja, gibt's Geld Captain dabei. Kaya is no doubt a formidable Ah, knight, ja. but he also brings us more than his share of Du hassle. solltest nicht so viel darüber reden. No, this Ja. isn't right. I should not be talking about my superior in Ihr such a werdet manner. später erfahren, warum. If he were to We're back. Is my apple Ja. juice ready? Genau. One moment. Okay. Mr. Hoffman, Mr. Hoffman, a situation at the side gate. Okay. Everyone to the side gate. What is it? What happened? Ach, wirklich? It's slimes. You see them all the time. What's the big... We do, but... Tja. Sir, they're... Surely this couldn't be the Abyss Order's secret weapon, but... I have another matter to attend... Oh? The matter of your dandelion wine? No, I... So this is how... Wie er den da so the richtig Abyss hops Order is nimmt, ne? encroaching on the city gates, and your resp... It's like I've always said. The knights are not... I... Master G, I shall set off at once. May I have a quiet word? Ja, natürlich. Was möchtest du denn? Shh, keep your voice Ja? down. I presume you know what this is about. Please watch Diluc for me. Do not Klar. let him leave under any Ja, circumstances. ja, Must ja. head to the side gate, or I'll be back shortly. Okay. I'm counting on you. Ja. Alles gut. Good. Wird aber auch überhaupt nicht auffallen, wenn wir doch abhauen. I must get going Mal too. kurz den richtig hinsetzen. Warum habe ich eigentlich den Controller in der Hand?
Das ist komplett useless, weil ich ja eh nicht spiele, weil ich ja eh nur kommentiere. Ja. Irgendwie, ja. Dumm. Na gut, dann wollen wir mal losgehen und zum Haupttor, das ja zum Gott sei Dank auf der anderen Seite ist und nicht direkt neben dem anderen Tor, wo wir die Schleime hingelockt haben. Ne? Also man kann ja überhaupt nichts sehen. Also tatsächlich, man kann tatsächlich nichts sehen. Obwohl die so dicht beieinander liegen. Das ist irgendwie weird, aber fein. Ich bin fein damit, also von daher passt schon. Ist also, ja, ein mickriges Plothole, aber gut. Ist in Ordnung. Genau, da sind wir einmal da. Komm schon. Du darfst ruhig laden. Also, ne, ich meine, ich sehe, dass die Zeit vorangeht. Ah ja, gut. Ah, there you are. Ja, jetzt haben wir eine nette Cutscene, in dem wir ihn so kämpfen sehen. Ich finde übrigens den Animationsstil fantastisch. Ja, das glaube ich dir sogar. Also wie gesagt, den Animationsstil finde ich echt nice. Also es gefällt mir super. Oh, guck mal, wie er kämpft. Das sieht doch so cool aus. Das hätte man natürlich nicht hinbekommen, wenn wir ihn steuern würden. Ne? Das ist halt etwas für Cutscenes. Ne? Das ist, ja. Bei uns sieht das halt nicht so episch aus. Wow. Aber die nächsten, die dürfen wir dann besiegen. Dann sieht das im Vergleich hierzu sehr mickrig aus. Ja, jetzt sind die noch sehr nah an uns dran. Und wenn wir jetzt gleich switchen, sind die nicht mehr da. Und da hinten kommen sie. Also, genau. Jetzt sind sie da, eben waren sie noch da und ja, gut. Dann wollen wir mal die besiegen, ne? Seht ihr? Eben sah das noch so episch aus und jetzt haben wir wieder unsere kleinen mickrigen Schläge. Sehr nett, ja. Gut, dann wechseln wir mal, ne? Ist vielleicht doch besser. Na komm. Ja, gut, jetzt können wir wieder Master Diluc nehmen. Yes. Er ist aber auch sehr, sehr nice, ne? Genau, wechseln wir nochmal. Verkloppen den. Genau, immer im Wechsel. Komm, erstmal den hier weg, bevor wir die anderen loswerden, quasi. Und die warten da hinten, ne? Das ist ja ziemlich easy. Wir können erstmal die hier verdreschen, bevor wir da hingehen. Und die anderen verdreschen, die warten da alle auf uns. Genau, nehmen wir nochmal Noel. Nö. Genau, und Zhao. Das passt vom Wechsel her ganz gut. Dann haben wir wenigstens, ja, Schild. Ne, beim Kampf ist ja auch nicht verkehrt. So, Kaya ist auch sehr gut, ne? Der das nicht wissen will, ist dabei im Kampf, ne? Oh, ja. Schon merkwürdig, aber gut. Ist ja nicht schlimm. Ne, ist halt so, wir haben ihn nun mal und, ja. Ne, der ist ja nicht der Kaya, der hier plottechnisch wichtig ist, sondern einfach nur quasi wie so eine kleine Spielfigur, ne? Genau. Genau wie Zhao ja nicht der ist, der hier, ne, plottechnisch Zhao ist, sondern halt wirklich nur den, den wir aus dem Lostopf gezogen haben. Wow. Sehr cool. Aber ich hätte es besser gefunden, genau. Das hätte ich jetzt tatsächlich besser gefunden. No. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis der Kampf vorbei ist. Ne, ist halt so ein bisschen langgezogen, der Kampf, weil sind ja auch viele Gegner und so. Dann können wir nur hoffen, dass, die nicht schneller sind als wir. Na komm, Diluc, du musst das schaffen. So, dann kommen wir ja jetzt zur Taverne zurück. Genau. Ja. Mhm. Und die sind viel näher an der Taverne als wir, wollte ich nochmal gesagt haben, ne? Von, genau, und da vorne, vorne rechts, wo der Steg ist, ist das andere Tor. Und die wollen mir sagen, die sind... Man kann das nicht sehen. Also wir können die ja auch nicht sehen, obviously. Wir müssen doch da auch was sehen, wenn da ein großer Kampf mit so Tausenden von Schleimen ist. Also ehrlich, ne? Also, ja gut. Vielleicht wollen wir erstmal zur Taverne zurückgehen. Und diesmal hoffentlich ihn nicht anquatschen. Nein, wir quatschen lieber ein Plakat. Wir lesen lieber ein Plakat, bevor wir reingehen. Das ist natürlich auch möglich. Wenn wir nicht gerade fremde Leute anquatschen, lesen wir Plakate, anstatt Türen zu öffnen. Kennt man, ne? Das kennt man. Genau. Ich trinke noch mal kurz einen Schluck. It
seems Huffman hasn't yet made it in time. Okay. Oh, da ist er ja auch schon. Wir konnten uns kaum abkühlen. Er auch nicht. That is ah, ja. Perhaps the knight's true calling is to be slime exterminators. Mm-hmm. Who knows? How come you're sweating so much? You didn't leave, did you? Tja, nein, es ist einfach heiß hier drin. Is it? Excuse me, sir. Might I be... Did you see Master D. Luke... I mean, today's bartender? Yikes! He's asking other customers! Master D. Luke? Yeah? No. He's been behind the bar this entire time. Okay. I see. Das ist, überraschend. You ought to get back after this. Send my regards to the... Oh. Okay. Never mind. I must be going. I should report back. Aha. How odd. Das war knapp. Man wird daran drauf denken, dran ingen können, ne? I foresaw this eventually. So, all the guests here tonight. Ah, nicht alle. Ich hab's doch gesagt. Not all of us. Ja. Kaya, where did you come from? Ja. I just picked a good spot to quietly sit. Und Hoffman hat übrigens über ihn gelästert, während er dabei war, ne? You've been here this whole time? Ja. Correct. The Dark Knight Hero's Alibi. I think it's my favorite chapter so far. Tja. So? No. You plan to report everything to the Knights of Favonius? Ich glaub nicht. Come now, D-Luke. You know me better than that. I was just curious to see how far Mondstadt's Dark Knight hero would really go. And you did not disappoint. Okay. I have nothing to prove to you. Oh, naturally. I must say, though, one thing I didn't see coming is that the mighty Dark Knight hero would actually need help from other... Sorry. Hey, unsere Hilfe kann niemand ausschlagen. Please see yourselves out. All right, all right. I have no further need of wine. Oh, das glaube ich dir. Ich mag Kaya einfach. Just one last thing before I go. Ja. It had better be the... I feel strangely comforted by the fact you now have an assistant, Duke. Das ist irgendwie süß. Und er ist verärgert. A wonderful night. Oh, dir auch, Kaya. Tschüss. Na, er ist irgendwie doch sympathisch, ne? What was all that about? Hier. Don't mind him. Okay. Die haben irgendwas, also das war mir von vornherein klar. Irgendwas haben die, irgendein Twist zwischen denen, also ein Twist zwischen denen. Thank you for all your help with this matter. Okay. Wow. I'm in the habit of working alone. Mhm. But... I did enjoy having your assistance this time. No, das ist doch süß. In the future, if there's anything you ever need, ah, ja. You can come to me for help. Oh, das ist doch nett. Sehr gerne. Aber wir helfen dir übrigens auch gerne. Nein, irgendwas, was damit zu tun hat, dass er halt, gegen den Ritterorden ist, weil die ihm halt, übrigens, der Typ ist nicht mehr da. Wir können die Taverne verlassen, ohne den anzuquatschen. Ja, auf jeden Fall, irgendwas, was halt mit dem Ritterorden zu tun hat und, er findet den ja ein bisschen starrsinnig. Ne, so in der Richtung. Ja, genau. Dann wollen wir die mal aufstufen. Sehr schön. Na, geht noch? Ja, es geht noch mehr. Das ist cool. Dann wollen wir doch mal, ne? Yes. Dann können wir die nämlich auch bald verwenden. Das finde ich nice. Okay. Und ich bin übrigens froh, dass, das fällt mir gerade ein, dass ihr kein Split... Ich habe gedacht, dass irgendwie Splitscreen ist. Dass halt wirklich nur die Tonspur drunter liegt und nicht irgendwie, ja, ihr das Bild hier habt, was ich hier gerade habe mit den zwei, Bildpuzzeln, die nebeneinander sind. Dass man halt von dem Bild nichts mehr sieht, sondern dass halt wirklich nur die Tonspur übernommen wird. Das, beruhigt mich ungemein. Ich habe echt gedacht, sonst was einfallen lassen, damit das dann passt, aber... Nein. Nur ich sehe das gerade so. Ich habe den Post noch nicht Doch. Also, wenn ihr das seht, werde ich es wahrscheinlich schon gemacht haben. Aber gerade noch nicht. Ich werde den noch absetzen. Mal gucken. Um welche Uhrzeit. Weil momentan, wie gesagt, ne, erstmal das hier wichtiger für mich ist. Dann wollen wir mal zum Schmied. Ja. Ah, wir haben eine Quest von ihm. Okay. Erzählt uns ein bisschen was über Eisen und Erze. Okay, interessant. Aha. Oh, der möchte aber bestimmt was von uns, oder?
Der möchte doch bestimmt eine Quest. Beziehungsweise hat eine Quest für uns. Okay. Ach nee, der hat das für uns markiert. Okay. Ah ja, okay, nee, wir können uns das dann ja selber markieren, wenn wir da sind und die Dings weg sind. Ach so, okay. Ah, nee, okay, das ist doch keine Quest. Also hat er doch nur, ja, uns die Dinger markiert. Das ist sehr nice. Ah, und wir wollen dann auch gleich dahin, ne? Wie ich das in Erinnerung habe, gehen wir gleich hin. Oder? Wieso bin ich gerade von der Karte weggegangen? Das ist ein bisschen komisch. Ja, genau. Da unten. Ja, ich glaube, ich habe irgendwie zu dem Zeitpunkt was darüber gesagt, wohin ich will. Genau, dass ich da dann am besten, von da am besten wegkomme. Irgendwie sowas in der Art. Das ist immer komisch zu rekonstruieren, wenn man nur sieht, was sich auf dem Bildschirm bewegt, aber nicht mehr so im Kopf hat, was man wirklich gesagt hat. Ja. Nö, und wenn ich es hören könnte, dann müsste ich das hier nicht nachsynchronisieren. Ah ja, sehr nett, ein Gewitter. Das ist mal wieder sehr cool. Ja, dann wollen wir mal darüber, weil da drüben sind ja auch Steine. Nö, Gestein und so. Dann wollen wir das mal abbauen. Genau, und dann wusste ich halt noch nicht, ob das wirklich sein Dings da bleibt, die Markierung, oder ob die halt wirklich verschwindet. Obwohl, eigentlich hätte ich mir da sicher sein können, weil er sagt ja Bescheid, dass die verschwindet. Also müssen wir nicht zu ihm zurück und sagen, hey, kannst du mir nochmal sagen, wo das ist? Genau. Deswegen werde ich nach dem Abbauen eine Markierung setzen. Oder habe ich nach dem Abbauen eine Markierung gesetzt? Genau. Ja, wir bauen jetzt erstmal hier alles ab. Ne, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Ja. Ne? Oh, und über die Hälfte ist jetzt schon um von der Zeit. Sehr schön. Das heißt, ich habe ein bisschen weniger als die Hälfte jetzt noch zu überquatschen. Genau, das ist jetzt auch der letzte Brocken. Dann dürfte ich jetzt gleich auf die Karte gehen, genau. Und wir nehmen natürlich die Spitzhacke. Das ist natürlich das universelle Symbol dafür, dass man da was abbauen kann. Oder Gestein abbauen kann. Und laufen dann zum nächsten. Genau, weil ich wollte ja den anderen auch noch haben. Und ja, das machen wir, ne? Was habe ich danach nochmal gemacht? Ah, sehen wir gleich. Also erstmal dann hier lang, ne? Ja, und da hinten sind Dings. Ah, okay. Hinten sind gleich Gegner, die ich gleich versuche zu umgehen. Aber erstmal nehmen wir hier diese Blümchen hier mit, das Lampenkraut. Ja, komm, nimm das schon mit. Manchmal reagiert es nicht so wirklich, genau. Und da habe ich gesehen, dass da vorne die Gegner sind. Und habe gedacht, ja, das werde ich jetzt mal so ein bisschen, da werde ich ein bisschen schummeln. Indem ich hier meine Abkürzung nehme und dann umgehe ich die. Habe aber die Rechnung nicht mit anderen Gegnern gemacht, ja. Die gleich gegen uns kämpfen wollen. Tatsächlich. Na komm. Genau. Man hört sie schon. Na komm, geh da hoch. Da oben haben wir noch was. Da habe ich irgendwas gesehen. Glaube ich. Wieso habe ich die Eier? Doch, die habe ich mitgenommen. Okay. Irgendwas habe ich da gesehen. Ah ja, da. Genau, den wollten wir auch noch mitnehmen. Sehr schön. Ich denke halt mit, nö. Ja. Genau, und jetzt können wir hier an den, wie gesagt, an den ganzen Gegnern vorbei, ne? Ein bisschen, ja, idiotisch. Und da vorne müsste dann auch irgendwo aber auch schon, genau. Da ist es auch schon. Sehr schön. Und dann können wir das gleich abbauen. Yes. Genau. Und das werde ich dann auch auf der Karte markieren. Oder habe ich auf der Karte markiert? Das habe ich nicht unmarkiert gelassen. Genau, nimm das noch mit. Lass es nicht liegen. Ups. Ja. Genau. Nehmen wir auch mit. Was? Was mache ich denn? Achso, ja, ich markiere jetzt schon, okay. Ich habe irgendwie Erinnerung gehabt, dass ich erstmal alles abbaue und dann markiere, aber anscheinend war ich so intelligent und habe gedacht, okay, ja gut, da können wir auch jetzt schon markieren. Das passt eigentlich ganz gut. Genau, da vorne ist auch noch was. Können wir immer ganz gut gebrauchen und ne, wenn wir mal wieder welches brauchen, dann wissen wir ja zumindest schon mal, wo es zu finden ist. Den nehmen wir auch mal mit. Den Wolfshaken, oder wie das nochmal hieß. Ich sehe es von hier. Ja, Wolfshaken. Man, von hier aus sehe ich es halt so schlecht, weil das Bild so klein ist und die Schrift dadurch so klein ist. Und ja, ich musste tatsächlich meine Stimme leiser stellen.
auf 25% Kapazität, damit ich nicht allzu laut im Vergleich zum Originalvideo klinge. Aber solange es nur das ist, komme ich damit zurecht. Ne? Ich meine, ich habe ja immer die Möglichkeit, das leise zu stellen und zu regulieren und etc. Ja, deswegen... Solange es nur das ist, ist alles in Ordnung. Wir gehen jetzt erstmal nach Liyue. Genau. Aber vorher habe ich vor, hier die Dings... Genau, einmal den da hinten. Komm, einmal abschießen. Dann den da. Mal gut, dass die horizontale Bewegung immer sehr schnell geht. Und dann können wir die Kiste mitnehmen. Wo ist die Kiste? Wo bist du? Da hinten irgendwo, ne? Oder? Ich finde sie gerade auch nicht. Ich sehe sie gerade auch nicht. Ach, wir müssen auf vierten. Ich habe schon zum zweiten Mal, dass ich da drauf reinfalle, ne? Ich habe eben auch wieder gedacht, oh ja, sind ja drei, ne? Müssen wir nur drei machen. Also schon auch beim ersten Mal schon nicht dran gedacht. Deswegen habe ich eben auch schon im Gameplay gesucht. Also, ne? Hat man ja gesehen, dass ich da so ein bisschen verwirrt rumgelaufen bin. Ja, waren vier. Okay, gut. Ne? Obwohl ich es schon mal gemacht habe und gar nicht wissen müsste, ja. Habe ich es trotzdem wieder verplant. Ah, oh, und da habe ich die Quest weggemacht. Aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich verdrückt. Ja, shit happens, würde ich mal sagen. Nö. Dann ist das halt so. Ja. Dann warten wir mal drauf, dass wir in Liyue ankommen. Und unsere Quest starten können quasi. Unsere Geo-Quest. Mit der Gottheit, die hier quasi zu Hause ist, ne? Weil Barbados haben wir ja jetzt schon kennenlernen dürfen. Und hier geht es ja um Rex Lapis, ne? Aha. Genau. Der Gott des Gesteins. Mhm. Und wo soll das sein? Well, Venti brought up the time. But Baiman knows nothing about where it is. Okay. Look, we're already in Liyue. Oh, right. Yeah. About the Geo Archon Morax. Okay. Did you know the Mora that we use is named after the god? But it seems impolite for people from outside Liyue to refer to the Geo Archon by that name. Mm-hmm. So we should refer to the Geo Archon by the name Rex Lapis, like people of Liyue do. Okay. Interessant. Also er heißt eigentlich Morax, aber es ist unhöflich. Deswegen sollten wir ihn bei dem offiziellen Namen Rex Lapis benennen. Interessant. Und Morax halt, ist halt namensgebend für die Mora, die im ganzen Land das Bezahlungsmittel sind. Das ist cool. Okay, dann reden wir mal mit denen. Hi. Oh ja, that reminds once a year, Rex Lapis bestows upon us his divine. Ich will doch nur den Platz wissen. Okay. Last year it was the Yuhang of the Liyue Qixing that was given the honor of asking for the divine prediction. Okay. Oh, Paimon knows this one. Wie du weißt das? That is the freedom as Liyue is the contract. Liyue has a strong focus on business and trade. The Liyue Qixing, the seven leaders of the seven enterprises of Liyue, hold true control over Liyue. Okay, so dumm ist sie doch nicht. But true control over Liyue fällt für das Hintergrundwissen verantwortlich anscheinend. Is comprised of mere mortals. Rex Lapis is a god. Mondstadt's god is nowhere to be seen. Well, our god is forever with us. Stay in Liyue long enough and you'll see. Given you just left your godless city, it's time you experienced what it's like to be in a city whose god has walked with you through all of history. Also interessant klingt's schon mal. Nee, wie gesagt, Paimon ist so der Sidekick, der eigentlich immer dumm aussieht. Es sei denn, es geht so um Hintergrundwissen. Dann ist er auf einmal voll intelligent. Okay, reden wir mit dem nächsten. Ja. Okay. Echt? Ja, aber es ist ja doch trotzdem irgendwie was Besonderes. Oder nicht? Ist das nicht trotzdem, ich meine, selbst wenn man da lebt, sollte das ja trotzdem was Besonderes sein. Ich meine, der kommt ja schließlich nur einmal im Jahr runter und es ist ein Fest und
Ja. You too wish to bear witness to the rite of dissension? Ja. Me too. Okay, cool. As a businessman myself. Ah, ja, dann interessiert dich das natürlich, ja, das stimmt. Oh, sorry. Das muss ich schon, ich bin kommt trotzdem gegen. Gegen das Mikro. Okay. What's more, there's been a rumor going around that the Tian Shui herself. Ah, ja, okay. Secretly in the shadows. Okay. She wants the rocks created by Geovision holders to be exempt from taxation. Ah, okay. Wow, that's interesting. Legal stuff, that is. Yeah. To be on the pulse of the predictions and the market is what makes this harbor what it is. Das glaube ich tatsächlich. Cool. Das ist ja. Rex Lapis is the oldest deity. Ah, okay. His keen sense of strategy is well trusted among his people. Mhm. Understanding the predictions as soon as possible can make all the difference in making your fortune. Ja, das glaube ich. So where can we see this rite of dissension anyway? You're not at all close. Not to mention that if I gave you directions, as foreigners, you'd get lost along. Na, so weit ist auch wieder nicht entfernt. So better to head to Yujing Terrace. It's the highest place in the harbor. Sounds ah, ja. Like the best place for trying to communicate with deities, no? Mhm. Ich glaube, der findet es nicht so toll, dass wir da hingehen. Sonst würde er nicht sagen, ach ja, nee, das ist weit entfernt, da kommt ihr eh nicht hin und ne, lasst mal lieber bleiben und so. Also gegen Ende fand ich den jetzt richtig unsympathisch. Na gut, dann wollen wir mal gucken, dass wir mal eine Treppe finden, wo wir hoch können. Genau, da vorne. Ich hätte auch rechts den nehmen können, aber das ist mir während des Spielens nicht aufgefallen. Ich hatte, war so fixiert auf die Treppe hier, dass ich ja alle umrennen musste. Tatsächlich, hier ist unser T-Typ übrigens wieder. Ja, da ist mir aufgefallen, dass ich hier beinahe wieder runtergelaufen wäre. Und die andere Treppe ist mir da auch aufgefallen. Genau, da links, ne, sieht man sie. Da hätten wir auch lang gekonnt. Dann wollen wir mal hier rüber, ne? Na komm, einmal bitte rüber, bitte. Na, was macht der denn da? Okay, gut, wir haben es ja noch geschafft. Dann wollen wir mal hoffentlich hier nicht hängen bleiben. Ja, okay, gut. Ja, nee, hat er doch geklappt. Und dann einmal hier hoch und... Ja? Klar, also wieso nicht? Lass uns was wünschen. Why not? Dann gehen wir mal hier hin, klettern da drauf und sprechen es danach an. Ja. Oh, you also want a little adepti luck too? Ja. Seems you know a lot. Making a wish during okay. This time is sure to get you the blessings of both the Adepti and Rex Lapis himself. Okay. I've already made my wish, so you can take this. Oh, great. Danke. Thanks. Dann, wollen wir mal. Was wünschen wir uns denn? Okay. Ist das normal, dass das leuchtet? Bei ihr hat das gerade nicht geleuchtet. Ich habe gerade gar nicht gesehen, dass ich was ausgewählt habe. Ich bin mir sicher, dass ich was ausgewählt habe, aber das konnte ich gerade nicht sehen. Das ist halt so klein gerade auf dem Bildschirm. Der Bildschirm, den ich gerade sehe, nimmt ein Fünftel von meinem Bildschirm aus. Es ist wirklich winzig. Ihr könnt auf Instagram gucken. Da habe ich ein Foto wahrscheinlich gepostet. Ja, das ist das erste Mal hier. Okay. Ah, look, that's Miss Ningguang of the Liao Shixing. Ah. Only those who have control in Liyue can preside over the rite of dissension. Okay. Oh yeah, not sure if you knew, but most of the Adepti appear in the form of various beasts. Mm-hmm. I heard that when attending these kinds of formal occasions, Rex Lapis himself appears as a celestial cross between two of Liyue's ancient mythical creatures. Okay. Ah, sorry, I shouldn't interrupt your wish. Please, take this. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich trotz des der kleinen Schrift was er sagt, ich höre einfach hin. Ich lese nicht den Text, der unten steht, weil der ist viel zu klein für mich. Ich höre einfach so ein bisschen, was er sagt. Fahre ich momentan ganz gut mit. Mhm. Ja. Okay. Cool, dann gehen wir hin. Gleich wird übrigens was passieren. Und zwar habe ich
Ja, ein kleiner Fehler drin. Und zwar ist die Aufnahme weggegangen. Und deswegen wird da gleich ein kleiner Schnitt sein. Und ja, genau, wir wechseln gerade noch. Nein, wie gesagt, deswegen ist mir das ja aufgefallen, dass... oder kommt das gleich erst? Ich bin mir nicht sicher. Kommt das gleich erst? Nee, das kommt gleich in der nächsten Folge. Genau, das kommt in der nächsten Folge. Wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ciao.